Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch jede Menge kleine einzelne Telefonschnipsel mitgebracht, die so leider nicht für ein eigenes ganzes Video gereicht haben. Doch trotzdem zeigen die Videos bzw. die ganzen Telefonschnipsel wunderbar auf, was wir da genau für Menschen am Telefon haben. Richtig, lauter Menschen, die uns das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit unseren vielen kleinen Telefonschnipseln. Ja, hallo? Wie kann ich denn behilflich sein? Den Schnipsel habe ich hier mal aus einem ganz bestimmten Grund drin gelassen. Und zwar hat der Grund, hier lief zwar nur Musik, da war zwar niemand dran, aber alles, was ihr da in der Warteschleife sagt, trotz dessen die Musik läuft, wird aufgezeichnet, sofern der Gegenüber das aktiviert hat. Also auch wenn ihr bei der Telekom anruft oder bei Amazon oder wo auch immer und euch packt jemand in die Warteschleife Musik, dann kann man das, was ihr während der Warteschleife sagt, trotzdem mitschneiden. Woher weiß ich das? Ja, indem ich einfach eine ähnliche Telefonanlage benutze wie alle anderen Betrüger. Und ja, ich höre das, wenn die Betrüger während der Pausen, also während der Musik, weiter sprechen und ich gar nicht dran bin, das ist alles aufgezeichnet. Ja. Hallo, guten Tag, Herr Popper. Mhm, sagen Sie, das ist schön. Okay, mein Name ist Philipp Kaiser. Ich rufe an von Pegasus Consults. Herr Popper, wissen Sie was? Sie stehen bei mir auf einer Liste. Ja. Genau, und auf dieser Liste steht, dass Sie eventuell Opfer eines Betrugsskandals oder Betrugsfall geworden sind. Ist das korrekt? Nee. Ist nicht so? Okay. Sie haben keine Schwierigkeiten gehabt mit Kryptowährungen oder Forex-Firmen? Nee, tut mir leid, da funktioniert euer neues Betrügerskript nicht. Betrügerskript, okay. Ja, Sie sind ja auch schon Krimineller. Warum? Ja, weil keine normale Firma die Leute einfach anruft. Mach dich nicht lächerlich. Also, okay. Gut, ich wünsche Ihnen alles Gute. Passen Sie auf sich auf. Ja, wünsche ich dir nicht, du kriminelles Schwein. Und genau so sieht's aus, auch wenn der jetzt hier ziemlich nett erstmal wirkte und dann auch ziemlich komisch mit dem passen Sie mal auf, ich hab da was und Sie stehen hier auf einer Liste. Tja, das soll vielleicht mysteriös und irgendwie professionell klingen, ist es aber nicht. Die Stimme von dem hier war mal was anderes. Der war nicht unbedingt aus dem Ausland, aber trotzdem macht's das Ganze nicht seriöser. Das hier war einfach nur ein weiterer neuer Betrugsversuch. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag, die Firma Neo Element, neu ist mein Name. Ich rufe Sie wegen Ihrer Bestellung an. Sie haben Erythronaktivkapseln bestellt. Ich möchte nur kurz informieren, das Paket wurde an Paketzentrum zugestellt. Also, die Straße heißt Industriestraße 4 bis 9. Sie können selbst bis Freitag einschließlich das Paket abholen. Und also, ich wollte Ihnen auch Öffnungszeiten sagen. Also, das Kundenzentrum ist vom Montag bis Freitag, vormittags von 10 von 7 bis 10 Uhr und nachmittags von 16 bis 9 Uhr geöffnet, Samstag, Sonntag geschlossen. Aber wie gesagt, bis Freitag haben Sie noch Zeit. Das Einzige, was ich Ihnen sagen soll eigentlich, das Paket wurde, also eine neue Tracking-Nummer bekommen, weil das Reshipment wurde. Können Sie vielleicht die Tracking-Nummer aufschreiben? Haben Sie jetzt solche Möglichkeit? Weil leider wurden SMS nicht ausgeliefert, sondern doch ausgeliefert, aber ich sehe nicht, dass sie angekommen sind. Also deswegen ist das Problem. Aber beim Selbstabholung brauchen Sie Tracking-Nummer. Und Personalausweis auf jeden Fall, ja. Wie können wir das machen? Also kann ich, weiß ich dann nicht, wie wir das machen sollen, weil wie gesagt, SMS werden nicht zugestellt. Also ich kann vielleicht ein bisschen später anrufen, also damit Sie das aufschreiben können, weil wirklich, weiß nicht. Oder wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse sagen, wir auch eine E-Mail-Adresse, die E-Mail-Mitteilung an Sie schicken, ja, dann können wir auch nicht, wie wir das machen sollen jetzt im Moment, weil Sie brauchen sowieso Tracking-Nummer bei Selbstabholung. Ja.
Ja, vielleicht später anrufen, ja. Haben Sie nichts dagegen, wenn ich später nochmal anrufen werde, weil, wie gesagt, Sie brauchen sowieso diese Trickennummer. Ohne Trickennummer denke ich nicht, dass das Paket gefunden wird, einfach beim Paketzentrum. Deswegen. Aber sonst, wie gesagt, liegt Industriestraße 4 bis 9. Und ja, bis Freitag haben Sie noch Zeit. Ich denke, Sie können noch schaffen, mir das abzuholen. Aber ich weiß nicht, wie ich jetzt mit Trickennummer das machen soll. Naja, dann, ich kann vielleicht nochmals ein bisschen später Sie anrufen. Vielleicht haben Sie dann Möglichkeit, das aufzuschreiben. Geht das? Okay, dann machen wir so. Dann danke für das Gespräch und für die Geduld auch. Und dann einen schönen Tag noch. Dann bis später. Tschüss. Tschüss. Ja, falls sich einer fragt, was waren das für eine? Das war eine, die uns Schwanzpillen verkaufen wollte. Irgendwelche Erektronen-Aktiv-Geschichten, damit der Lümmel wieder steht. Tja. Das sind die Pillen, die sie uns hier andrehen wollen. Wie kommt man dazu? Ja, man meldet sich, oder ja, nee, man meldet sich eigentlich gar nicht an. Man geht auf eine Webseite und will die da direkt bestellen. Und anstatt dann das Bestellformular bis zum Schluss durchzuziehen, klingelt dann auf einmal das Telefon und ihr habt diese netten Leute am Telefon. Hier sind wir jetzt schon so weit, dass das Paket nicht angekommen ist. Mehrfach nicht. Nun wird's umgeleitet in irgendeine Packstation, wo ich es dann auch nicht abholen werde. Es ist einfach nur ekelhaft, mit was die alles Geld machen. Ich meine, die klingt ja hier recht fröhlich und nett und auch wenn sie irgendwie ein bisschen verwirrt ist und nicht so richtig wusste, was sie mit mir anfangen soll. Aber es ist Betrug, denn keiner weiß, was in den Pillen drin ist und ich glaube nicht, dass das gesund ist. Eine Kaltakquise war es trotzdem, denn vor dem Anruf wusste ich ja bei der Bestellung erstmal nichts. Der Anruf selbst soll wahrscheinlich dazu dienen, dass man so viel Charme hat und das Ganze dann einfach nur noch kauft, anstatt irgendwie sich da wieder rauszureden. Ja, bitte. Hallo? Wie kann ich dann behilflich sein? Dem hier, mein Name vom Gesundheitszentrum. Spreche ich mit Gerold Steiner. Vom Gesundheitszentrum? Genau. Aha, okay. Also diejenigen, die gesetzlich versichert sind, die werden ja halt immer von uns kontaktiert, weil wir bieten eine Zahnzusatzversicherung an. Aber Sie können doch nicht einfach irgendwelche Leute einfach alle anrufen. Diejenigen, die gesetzlich versichert sind, die haben ja auch im Internet an einer Umfrage teilgenommen. Nö. Dann gucken Sie mal bitte in Ihrem E-Mail-Fach. Also da müssen Sie schon Nö. Eine Bestätigung erhalten haben. Mhm. Nein. Soll ich Ihnen da einen Link rausschicken, oder? Nö. Aber was denn jetzt? Wollen Sie dann sehen, was Sie gemacht haben oder nicht? Ich möchte keinen illegalen Werbeanruf haben. Ja, das ist ja nicht illegal. Sie haben das Doch. Ja selber zugestimmt. Nee. Dann nennen Sie mir bitte mal den PIN-Code für das Double Opt-in. Was in Hab Deutschland ich leider nicht. Vorgeschrieben ist. Habe ich nicht. Sehen Kenn Sie. Ich nicht. Also es ist ein illegaler Werbeanruf. Das kann aber nicht sein. Wissen Sie doch, warum? Doch. Ja, ich weiß warum. Sie rufen illegal an. Nein. Doch. Ohne Ihren Erlaubnis können wir ja sowieso nicht machen, ne? Und machen Sie aber gerade. Nein, geht ja nicht. Doch. Geht. Außerdem okay, ich rufen Sie schicke mich Ihnen mit einer Handynummer an von einem das ist keine Callcenter. Handynummer. Das ist das bei ist mir im Display steht, Systemdienstnummer. ja, bei mir steht im Handy-Display steht eine Handynummer von Ihnen und das ist auch Ja, nicht erlaubt. das ist ja auch eine Systemrufnummer, ne? Das ist ja Quatsch, das hat ja damit nichts zu tun. Es gibt Doch. Keine Systemrufnummern, so ein Blödsinn. Natürlich, damit wir Nein, dann auch gleichzeitig Ihre Daten sehen können. Ach, das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Wollen Sie mit mir weiterhin diskutieren oder nicht? Doch, ja, ich möchte weiter mit Ihnen diskutieren. Ja, Sie ich rufen habe illegal nicht bei mir an. Kriminelle. Ja, und dann legt sie einfach auf. Tja, ihr Berufsfeld scheint sie ja wohl nicht so richtig zu kennen. Systemrufnummer, sagt sie da. Und deswegen steht bei mir im Telefon eine Handynummer. Also alberner geht's ja überhaupt nicht. Die rufen mit einer Handynummer an, weil man denkt, es könnte jemand aus der Familie sein und nur aus dem Grund gehen denn da viele ran. Weil eine Handynummer ist ja erstmal interessant. Wer könnte das sein? Ist vielleicht was Wichtiges, so nach dem Motto. Eine Systemrufnummer ist absoluter Bullshit und gibt's nicht. Hat auch nichts mit der Verknüpfung der Daten zu tun. Womit sie da recht hat, wenn's bei ihr klingelt, dass meine Daten da mit hochploppen. Also das Programm, was sie da verwendet, da sind automatisch meine Daten drin. Und ich gleichzeitig am Telefon. Gehe ich nicht ran, springt das auch wahrscheinlich nicht auf bei ihr auf dem Bildschirm. Es geht immer nur dann auf, sobald irgendein Trottel beim Telefonhörer abgenommen hat oder aufs grüne Knöpfchen gedrückt hat. Mehr steckt nicht hinter der Systemgeschichte. Aber eine Systemrufnummer ist absoluter Bullshit und eine Anruferlaubnis hatten die hier auch nicht. Somit ist es eine Kaltakquise und strafbar und illegal.
Guten Tag. Hallo, guten Tag, die Firma Neo Elementum, Neu ist mein Name. Wir haben mit Ihnen heute schon telefoniert wegen Ihrer Bestellung. Sie haben Erythronaktivkapseln bestellt. Sagen Sie mir bitte, gibt es jetzt die Möglichkeit, also haben Sie die Möglichkeit, die Tracking-Nummer aufzuschreiben, damit Sie das Paket selbst abholen können? Nee. Nee, im Moment nicht, leider. Naja, dann rufe ich nochmals an morgen. Weil Sie brauchen unbedingt Tracking-Nummer, sonst, ich weiß nicht, ob es klappt am Paketzentrum. Ich weiß nicht, ob es genügt, einfach Personalausweis, weiß ich leider nicht. Ja, ich muss auch fragen bei Kollegen vielleicht. Dann, okay, dann rufe ich Sie nochmals morgen an. Naja, dann einen schönen Tag, Nachmittag noch. Danke sehr. Danke. Tschüss. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die nette Dame geraucht hat, aber sie war ein bisschen komisch und verpeilt. Also so richtig habe ich nicht durchgeblickt, dass die so hyperfreundlich war am Telefon. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Naja, hat die nette Tante aber eigentlich nur irgendwie unseriöser und komischer wirken lassen, als sie so schon war. War wieder ein Anruf von den netten Schwanzpastillen, die wir hier dran hatten. Ja, bitte. Ja, hallo, guten Tag. Mhm. Ich würde gerne mit Herrn Lorios sprechen. Nee, knusprig. Knusprig, ja? Mhm. Es freut mich, Sie zu hören, Herr Knusprig. Mein Name ist Alex Müller und ich bin persönlicher Kontomanager Iconic Capital und Sie haben bei uns angemeldet. Ist das richtig? Wer ist denn die Frau da im Hintergrund, die meinen Namen wiederholt hat? Ja, weiß ich nicht. Ich bin hier allein. Nee, man hört ja die anderen Leute im Hintergrund. Wer ist denn die Frau, die meinen Namen wiederholt hat? Also weiß ich nicht, ich bin hier allein. Nee, ich habe ja ganz klar und deutlich gehört, dass jemand meinen Namen wiederholt hat. Also haben Sie bei uns angemeldet, Herr Knusprig, oder? Ich würde erstmal gerne meine Frage beantwortet bekommen. Also weiß ich nicht, ich bin hier allein, ich rufe von meinem Haus und ich frage Sie, ob Sie bei unserem... Das ist ja gelogen. Man hört ja ganz klar im Hintergrund des Callcenters, da sind ja ganz viele Leute bei Ihnen. Es ist ja laut bei Ihnen im Hintergrund. Bei das mir laut Quatsch. Hintergrund? Ja. Ja, also ich höre nichts, nur Sie. Nee, das ist ja Quatsch. Also haben Sie bei uns angemeldet, bei unserem Werbung Iconic Capital? Ich würde erstmal gerne wissen, warum Sie mich anlügen. Wer Sie anlügt? Ja, wer Sie anlügt? Na, Sie. Ich? Ja, weil Sie sagen ja... Sie sagen ja, Sie sind alleine zu Hause und das stimmt ja gar nicht. Da sind ja ganz viele Menschen im Hintergrund, das hört man ja. Und dann habe ich immer noch nicht die Antwort bekommen, was die Frau da im Hintergrund zu suchen hat, die meinen Namen wiederholt hat. Also niemand hat Ihren Namen wiederholt. Doch, das war eine Frau im Hintergrund, das habe ich gehört. Ich bin hier allein, ich wiederhole schon 10. Mal. Ja, du bist nicht alleine da. Da sind ganz viele Leute im Hintergrund, das hört man. Ja. Naja, und dann hat der nette Betrüger einfach aufgelegt. Tja, leider war es jetzt hier in der bearbeiteten Version nicht mehr so gut und klar und deutlich raushörbar, aber doch, da war eine Frau, die meinen Namen wiederholt hat. Und was definitiv auch in der Version jetzt hier noch, also nach der ganzen Krachbearbeitung, immer noch rauszuhören ist, dass er definitiv auch nicht alleine ist, dass das ein Callcenter ist, wo er sitzt. Da war Musik, da waren Leute im Hintergrund, auch wenn es nicht mehr ganz so extrem zu hören war, ist ja alles rausgefiltert, aber doch. Einfach nur Wahnsinn. Und er behauptet, er sitzt zu Hause und ruft von zu Hause aus an. Also, selbst wenn das gestimmt hätte, macht's das Ganze nicht seriöser. Ach man, einfach nur wahnsinnig. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch noch andere Leute im Hintergrund gehört habt oder ob ich mir das gerade selber zum x-ten Mal erneut eingebildet habe. Schreibt's mal unten rein. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Ja, mit wem spreche ich denn da bitte? Man hört nichts. So wird das dann auch nichts. Ganz ohne Ton. Funktioniert das Telefonieren aber nicht. Tja, dann halt nicht. Ich gebe dir ein bisschen Musik, ja? Ja, dann habe ich es mal abgekürzt. Hier habt ihr tatsächlich auch die Musik jetzt gehört. Warum hört ihr die Musik? Ja, weil direkt in der Leitung aufgezeichnet wird.
Das ist das, was ich euch eingangs schon erklärt habe. Also selbst wenn da jetzt jemand am anderen Ende meiner Leitung sitzt und dann währenddessen die Musik spielt, irgendwas erzählt, wird das direkt mit aufgezeichnet. Also sollte man immer überlegen, wenn man auch bei legalen Callcentern anruft, ne, also auch bei ganz normalen, sind ja nicht alle ganz böse, muss man ja auch mal wiederholen, dass nicht, also Callcenter ist nicht der Begriff für das Böse da. Ne? Also wir haben ja jetzt hier das Glück, dass wir wirklich ausschließlich mit Betrügern telefonieren. Darf man nur nicht nur mit Callcenter dauerhaft assoziieren? Ne, ihr wisst, was ich meine, ne? Also Callcenter sind nichts Schlechtes, da sitzen halt viele Menschen, telefonieren. Das kann gut laufen, also es kann ein gutes Callcenter sein, was Kundenservice bietet, und es kann aber auch ein Betrüger-Callcenter sein, wie die, die wir hier immer dran haben. Ja, aha. Schönen guten Tag. Guten Tag, ja. Kann ich mit hier Thorsten sprechen? Ja. Das ist aber der Vorname. Guten Tag. Wir benutzen hier den Nachnamen. Ja, und das hat dann schon gereicht, um das Gespräch direkt wieder abzuwürgen. Ich weiß nicht, vielleicht steht die nur auf Vornamen und mag keine Nachnamen vorlesen. Ja, oder das war ihr mal wieder zu kompliziert und sie hatte da selber nicht so richtig den Durchblick und konnte den Namen halt einfach schlichtweg nicht lesen, weil es an der Sprache gehapert hat. Machen wir mal weiter, wir haben nochmal einen Anruf von denen mit den netten Kapseln oder Pillen oder wie auch immer. Na, diese Erektron-Aktiv-Dinger. Ja. Hallo, guten Tag. Die Firma Neo Elementum, Neu ist mein Name. Ich rufe Sie wegen Bestellung. Sie haben Kapsel-Erektron aktiv bestellt. Das Paket wurde an Paketzentrum zugestellt in Berlin, Industriestraße 4-9. Aber Sie brauchen Tracking-Nummer. Haben Sie vielleicht die Minute Zeit und Möglichkeit, diese Tracking-Nummer aufzuschreiben? Nee, das geht jetzt gerade nicht. Okay, ja, leider weiß ich dann nicht, wie wir das machen können, weil, wie gesagt, ich denke nicht, dass es einfach reicht, wenn Sie Ihren Ausweis, also personalen Ausweis einfach da zeigen, weil UPS braucht immer wieder Trickennummer. Naja, weiß ich im Moment nicht, wie wir das machen können, ehrlich gesagt. Naja, dann frage ich nochmal bei meinem Kollegen. Danke, danke, einen schönen Tag noch. Dann. Naja, mal abgesehen davon, dass die Leitung zum Schluss hier ganz furchtbar wurde, was will sie denn dann einen Kollegen fragen, wenn ich eine Tracking-Nummer brauche? Also ich glaube, die ist da total hilflos und kriegt vielleicht sogar Ärger, dass sie die Pillen rausgeschickt hat. Ich weiß es nicht. Geschieht ihr auf jeden Fall recht, vielleicht sucht sie sich dann mal einen anständigen, vernünftigen Job, wo sie die Leute nicht bescheißt. Ja, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Marie Steiner, Firma Elementum. Spreche ich mit Herrn Steiner? Ja. Ich rufe Sie bezüglich Retouren aktiv an. Sie bestätigen diese Bestellung. Was ist das? Das sind die Kapseln für Potenzstärkung, Herr Steiner. Ach so, ja. Sagen Sie bitte, Sie bestellen das Mittel zum ersten Mal bei uns oder haben Sie das schon mal bestellt? Nö, zum ersten Mal. Aha, haben Sie schon irgendwelche Informationen zu dem Produkt auf unserer Webseite durchgelesen? Oder vielleicht jemand dazu empfohlen hat, das Mittel anzuwenden? Nee. Dann, Herr Steiner, ich erkläre kurz, wie verläuft die Verwendung, ja, und was das bringt. Also, Erythron, das ist ein therapeutisches Mittel, das Präparat basiert sich auf der pflanzlichen Basis. Also, die Wirkstoffe sind die Extrakte, die Aphrodisiake und die Mineralien. Das Mittel wirkt ungefährlich für das Herz oder für das Nierensystem. Die Therapie erfolgt durch die Erhöhung von Testosteronspiegel. Das Mittel bessert die Durchblutung kleinen Beckenorganen, macht die Gefäße elastischer. Somit das stärkt und unterstützt die erektile Funktion, verlängert die Ausdauer beim Geschlechtsverkehr, stärkt auch die Erektionen, Herr Steiner. Das Mittel wirkt auf dem Prinzip der Akkumulation, das heißt, Sie verwenden die Kapseln regelmäßig die bestimmte Periode ein, dann das Ergebnis bleibt auch bei Ihnen. Sie machen eine Pause, zum Beispiel nach einem Monat der Verwendung können die Ergebnisse bis zu etwa 8-10 Monate bei Ihnen bleiben. Die Dosis, also sind 3 Kapseln täglich, etwa
20, 30 Minuten nach dem Essen. Zwei Kapseln empfehlen wir am Nachmittag einzunehmen und eine Kapsel am Abend, Herr Steiner. Die Dose wird versehen halten, die 30 Kapseln, also das wird für 10 Tage erstmal reichen. Für kurmäßige Anwendung gibt es bei uns drei Basisprogramme, also das ist ein Programm für 30 Tage. Die drei Packungen für einen Monat, das wird 116 Euro sein. Eine Kur für 50 Tage, Sie bekommen dann zwei Packungen von uns kostenfrei, Preis dafür ist 152 Euro. Und das Maximale ist schon für zweieinhalb Monate berechnet. Die 7 Packungen kosten 175 Euro, Herr Steiner. Was meinen Sie, was könnte für Sie besser sein? Das große Paket. Mhm. Dann sagen Sie mir bitte Ihre Adresse für die Zustellung. Beginnen Sie mit der Postleitzahl, wenn möglich. 12055. Es ist in Berlin. Mhm. Und Ihre Straße heißt? Braunschweiger Straße. Braunschweiger Straße. Die Hausnummer ist? Die 77. 77. Herr Steiner, steht Ihr Name auf dem Briefkasten da? Ja. Mhm. Die Lieferung erfolgt bei uns per UPS-Kurierdienst in Deutschland. Was die Bezahlung anbetrifft, Sie können entweder mit Überweisung oder per PayPal bezahlen im Voraus oder per Nachname. Was ist für Sie besser? Dann nehme ich den per Nachname. Mhm. Und dann, Herr Steiner, Ihre Bestellung wird Eretron aktiv, die 7 Packungen, der Preis der für 175 Euro Bezahlung per Nachname. Ist alles korrekt? Mhm. Dann, ich bedanke für Ihre Bestellung und wünsche Ihnen gute Ergebnisse. Falls Sie Fragen haben, werden Sie können per diese Nummer bei uns mehr melden. Ich wünsche auch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüssi. Ja, also die netten Tanten von Eretron aktiv, die haben wir ja nun hier schon des Öfteren gehört auf dem Kanal. Ich habe die auch echt ein bisschen genervt und ordentlich was bestellt. Aber ja, die hier, die hat auf jeden Fall ihr Skript da richtig schön runtergerattert. Ich meine, dass das alles abgelesen ist und ein Fließtext ist, ja, das ist, glaube ich, rauszuhören gewesen. Aber zum Schluss hat sie auch noch so genuschelt, dass man da eigentlich überhaupt nichts mehr verstanden hat. Naja, gut. Das Schlimme ist, es funktioniert. Die Menschen, die bestellen. Sonst würde das ja nicht, ja, weiterlaufen. Die Webseite gibt's leider immer noch. Guten Tag. Sehr geehrter Kunde, Ihre Bestellung wird von unserer Logistik bearbeitet. Erwarten Sie eine Nachricht vom Kurier. Danke. Und da haben wir auch direkt die Bestellbestätigung von diesem ganz komischen Computer bekommen. Tja, Wahnsinn. Also, ich frage mich, wer das genau verstehen soll. Naja, aber hat ja auch zum Rest des Anrufs gepasst. Hat man ja auch nicht so richtig verstanden. Guten Tag, mit wem spreche ich denn da bitte? Hallo Herr Steiner. Ja, Sie sind sehr leise. Wie bitte? Jetzt geht's. Ja, Herr Steiner, schönen guten Tag. Mein Name ist Marco Hoffmann. Ich bin von der Handelsplattform, für die Sie sich gerade interessiert haben. Und welche denn? Wie heißen die? Certa Invest. Die habe ich hier nicht offen. Ich habe hier Investiere X. Ja, und das war es dann auch schon. Also hier haben wir tatsächlich wieder ein Callcenter dran gehabt, was eher so mit einer Diskothek vergleichbar ist. Ich weiß es nicht. Also dabei kann man doch nicht arbeiten. Ist auch furchtbar, wenn es auch so laut ist bei denen. Ja, hallo. Hallo, spreche ich mit Herrn Knusprig? Nee, Knusprig. Knusprig. Mit wem spreche ich denn? Sprich Knusprig. Ja, genau. Sie haben sich gerade bei uns angemeldet. Sie wollten einen Investment- und Trading-Account eröffnen. Ja, und wer sind Sie? Mein Name ist Mia. Ich bin Ihr Account-Manager. So, Mia und weiter? Sander. S-A-N-D-E-R. Ich höre Sie ganz schlecht wegen der Verbindung. Hallo? Ja, wer denn? Bitte? Sie haben sich gerade bei Bitcoin Trader angemeldet, ja? So heißt Ihre Firma, oder wie? Genau, das ist unsere Werbeplattform. Unsere Firma heißt Dees Capital. Also, wo ist denn da jetzt der Unterschied zwischen Firma und Werbeplattform? Da Bitcoin Trader, das ist so eine Plattform, also da kann man nicht direkt investieren. Ja, bei dem Unternehmen von uns kann man investieren, aber Bitcoin Trader ist einfach die Werbeplattform.
da, wo Sie von uns gelesen haben. Ach so. Ja, nun? Ja, jetzt würde ich Ihnen gerne helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Also, kann man das nicht alleine? Kann man natürlich auch alleine machen, aber dann bekommen Sie nicht den Bonus, den Sie von dem Manager gutgeschrieben haben. Ach so, wieso das denn? Was, wieso das denn? Naja, wieso gibt es bei Ihnen einen Bonus, aber im Internet nicht? Ist doch normalerweise immer andersrum. Ja, das ist eben meine Arbeit, Kunden anzurufen und zu helfen, dann das Handelskonto zu aktivieren. Ach so. Also wir haben bei dem Mindestbetrag von 250 haben wir 75 Euro Bonus, von 500 haben wir 150 Euro Bonus und bei 1000 haben wir 300 Euro Bonus. Und gibt es da nicht ein bisschen mehr Bonus? Das ist ja ein bisschen wenig. Bisschen wenig, ja, wieso? Keiner schenkt Ihnen irgendwie hier im Internet Geld, ja? Das ist einfach nur als Unterstützung geben wir unseren Kunden. Nee, das ist ja nicht wirklich geschenktes Geld. Also schauen Sie, Sie machen zum Beispiel eine Einzahlung von... Das wollte ich ja auch nicht, ich wollte aber einen größeren Bonus. Ein bisschen größeren Bonus, ja. Tut mir leid. Es ist ja nicht geschenktes Geld, ja? Sie zahlen zum Beispiel 250 ein und diese 75 Euro, die bekommen Sie von uns. Sie können sie einsetzen, Sie können auch diesen Profit von den 75 auszahlen, aber die 75 an sich, die gehören ja uns, die können Sie nicht auszahlen. Ach so. Ja, aber andere bieten ja 100% Bonus an. 100% Bonus, wer hat Ihnen denn sowas versprochen? Das habe ich auch schon öfters gehört und gelesen. Alles klar, nee. 100% Bonus bieten wir nicht an. Ach so. So schade. Okay. Ich höre Sie nicht mehr. Hören Sie mich? Jetzt höre ich Sie wieder, ja. Sind Sie interessiert, einen Trading- und Investment-Account bei uns zu eröffnen? So, weiß ich nicht. Wollen Sie nicht ein bisschen was über sich erzählen? Wenn Sie jetzt schon dran sind, dann brauche ich nicht so viel lesen. Ein bisschen erzählen über die Handelsplattform? Oder ja, über mich? Na, über Ihr Unternehmen. Über unser Unternehmen. Okay, unser Unternehmen ist schon 8 Jahre bei der Börse. Wir haben professionelle Finanzexperten, die unseren Kunden dann beim Geldverdienen helfen, die für unsere Kunden einen Handelsplan erstellen. Und wir haben auch das automatisierte Bot-System, von dem Sie wahrscheinlich schon gelesen haben. Ja, das stand da, ja. Ja. Was macht das Bot-System? Es kauft und verkauft Produkte. Also es investiert in Produkte von selber, trifft automatisch die Entscheidung und verkauft sie im richtigen Zeitpunkt. Ach so, aber ich dachte, das ist an der Börse. Aber jetzt, wenn Sie Produkte verkaufen, dann ist ja eBay und so. Natürlich ist es bei der Börse. Mit Produkten meine ich Kryptowährungen, Rohstoffe, Aktien. Ach so. Haben Sie noch irgendwelche Fragen an mich? Ich höre Sie sehr schlecht. Jetzt okay, jetzt besser? Nee, die Verbindung, die bricht gerade irgendwie ab. Hören Sie mich jetzt besser? Ja, jetzt ist wieder ein bisschen besser. Wie heißen Sie denn? Das steht doch im System, oder nicht? Okay, und woher kommen Sie? Was spielt das jetzt für eine Rolle? Ist einfach nur eine Frage aus Interesse. Ein Interesse. Aus Interesse? Genau, so sieht es aus, wenn euch dann eine seriöse Firma von irgendeinem Tradingladen anruft, die euch was auch immer da genau verkaufen wollen. Tja, also nach Sonnenschein braucht man da glaube ich nicht fragen, das war ja alles nur gestammelt und irgendwie komplett durcheinander, aber gut, tja, so ist es halt, wenn man solche Firmen am Telefon hat. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Ja, bitteschön. Ja, guten Tag, Herr Stanner. Die Natalia Krug spricht am Apparat. Und Sie haben Interesse geäußert, auf dem Finanzmarkt Geld zu verdienen, ja? Aha. Sie wollten handeln anfangen mit Kryptowährungen. Ist das immer noch aktuell? Und wann haben Sie denn die Nachricht abgekommen? Also Sie sind registriert, ja? Vor ein paar Monaten, genau. Und ich habe Ihre Portfolio jetzt bekommen, ja, wegen dieser Grund melde ich mich bei Ihnen und ich werde Ihnen alles Schritt für Schritt erklären. Erstmal, Herr Stanner, haben Sie in dieser Richtung schon Erfahrung oder das ist neu für Sie? Nee, das ist ganz neu. Das ist ganz neu, okay. Eigentlich, das ist gar kein Problem, ja, dass Sie in dieser Richtung gar keine Erfahrung haben. Weil Sie selbst gar nichts erledigen, ja, im Anfang, natürlich. Aber wenn Sie weiterentwickeln möchten, mehr Kenntnisse sammeln möchten, ja, in dieser Richtung, Sie bekommen von unserer Seite Videoseminare und E-Books. Und wenn Sie Zeit hätten, Lust hätten, Sie können das sehr gerne nutzen. Aber müssen Sie nicht, ja? Sie sind nicht verpflichtet. Verstehen Sie das? Mhm.
Genau. Sie bekommen von unserer Seite auch jeden Fall hochmathematisch ausgebildete Experten, ja, hoch angefragt mit der Gewinnerquote 96%. Ihre Expert macht alles für Sie. Was sind hochmathematisch ausgebildete Experten? Ja, also die haben 10-jährige Erfahrungen, okay? Und die wissen die richtige Zeit auf dem Finanzmarkt, ja? Oh. Wann können sie investieren? Wie viel und so weiter und so fort, okay? Mhm. Aber natürlich, Sie können auch Ihre Handelskonto Schritt für Schritt aufbauen, ja? Mhm. Mit Starteinsatz. Und Starteinsatz ist 250 Euro, damit Sie recht kriegen fürs Handeln. Sie bekommen Ihre Zugangsdaten, wo Sie jederzeit einloggen können, ja? Und Ihre Handelskonto kontrollieren. Und in Zukunft natürlich Ihre Profite auch. Verstehen Sie das? Oder nicht? Also, verstehen Sie das oder nicht? Nee. Eieieiei, die hat sich ja wirklich wieder was zurechtgelegt. Hochprofessionelle Leute, die da sitzen. Tja, allen voran sie wohl selbst. Ich weiß es nicht. Einfach nur unterirdisch gruselig und man weiß gar nicht, was man da großartig zu sagen soll. Aber das sind halt die Anrufe, die aus diesen Trading-Banken ankommen, wenn man sich da angemeldet hat. Oh, oh, oh. Naja, ein Gespräch habe ich euch noch mitgebracht. Ja, bitte. Wie kann ich denn behilflich sein? Ja, hier habe ich den Betrüger dann in die Warteschleife gelegt, um einfach mal zu schauen, ob er dann vielleicht danach da, ja, was zu sagen hat. Aber eigentlich wollte er nur sein Telefon auf laut liegen lassen. Finde ich komisch. Auf jeden Fall hat man wieder gehört, dass wir hier definitiv von einem Callcenter angerufen wurden. Weil im Hintergrund war wieder jede Menge Krach, haben schon wieder andere Leute noch telefoniert. Ich weiß es nicht, ob die so ihre Pause verbringen. Die Vermutung habe ich ja schon bereits des Öfteren mal so geschildert. Ich weiß es nicht genau. Einfach nur der blanke Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann gerne Kanalmitglied werden. Den Button findet ihr direkt unter dem Video hier, beziehungsweise auch unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.